kann jemand, der Bücher schreibt mit philosophischem Inhalt, vielleicht an der Uni Philosophie lehrt oder sonst irgendwie seinen Lebensunterhalt mit dem Thema Philosophie bestreitet, kann der es sich überhaupt leisten, der Gesellschaft und vor allen Dingen dem Gesellschaftssystem und vor allen Dingen dem Wirtschaftssystem allzu feindselig, allzu kritisch gegenüberzutreten? Kann er, selbst wenn er davon überzeugt ist, dass das das Richtige wäre, einfach auf die Leute einprügeln? Schießt er dadurch nicht das Eigentor schlechthin? Gut, ich will den Leuten was sagen, ich kann es bloß nicht, weil ich habe es mir mit ihnen verdorben. Jetzt bin ich ihr Feind und sie sind stärker. Sie sind immer stärker. Warum? Weil sie sofort brutalste Methoden anwenden, während ich noch Tage, Wochen, Monate lang damit beschäftigt bin, darüber nachzudenken, welche Methoden darf ich überhaupt anwenden. Gibt es verschiedene Bereiche, der juristische, was darf ich sagen, ohne dass ich nicht gleich in den Knast komme, was darf ich sagen, ohne dass ich nicht gleich auf Schadensersatz verklagt werde, was darf ich sagen, damit es eventuell mit einem denkbaren, ich habe ihn nicht, Glauben kompatibel ist. Was darf ich sagen, dass mir meine Lebenspartnerin nicht davonläuft? Das ist mein größtes Problem. Ja, ja, kannst mal sehen, was ich für Probleme habe. Nee, scherzlich gemacht. Ist bitter ernst. Also Fragen, 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 Fragen. Über die es gilt, sich Gedanken zu machen, nachzudenken. Daher hier nachdenken. Und einer, der dazu Fragen hat. Kein Wissen, keine Meinung, keine Behauptung, keine Besserwisserei. Fragen. Dinge gibt es, die kann man mit einfacher Logik beantworten. Warum ist die Philosophie die komplizierteste aller Wissenschaften? Ganz einfach. Philosophieren heißt nachdenken und nachdenken kann man über alles. Sollte man über alles? Müsste man über alles? Muss man das? Also, man kann über Physik nachdenken und dann müsste der Physiker schon über Philosophie nachdenken, wenn er sich erdreistet zu sagen, nö, meines ist die schwierigste Wissenschaft, weil Physik einfach das Schwierigste ist. Und wenn du damit kommst, ja, aber Philosophie beinhaltet ja Physik, ja, dann sage ich, okay, gut, dann schmier ich dich aus. Du kannst nämlich nie so viel von Physik wissen wie ich, weil du schon so mit Nachdenken, also Philosophie, beschäftigt bist. Ich habe das schon mit der Physik. Ich fange jetzt an zu philosophieren. Ich werde dich bald eingeholt haben. Ja, was ist da grundsätzlich überflüssig dran? Es ist wieder das alte Spiel.
das uns nicht weiterbringt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Klügste im ganzen Land? Und da hast du als Philosoph ganz schlechte Karten. Ich wiederhole es gerne noch einmal, weil der Physiker sagt, wir haben physikalische Gesetze. Wer da widerspricht, der irrt sich. Das können wir beweisen. Du hast bestimmte Denkensarten in deiner Philosophie, aber beweisen kannst du gar nichts. Jeder, der dir widerspricht, hat ein gutes Recht dazu, dir zu widersprechen. So ganz ist das nicht wahr. Aber es ist natürlich extrem schwierig, jemanden zu zeigen, dass du näher bist, näher zumindest, an dem, was stimmen könnte, als er. Da sind wir dann wieder bei Dunning-Kruger. Weil man, wenn man etwas von Dunning-Kruger weiß, Selbstüberschätzung, dann hat man ein paar Kriterien an der Hand zum Thema Menschenkenntnis, dann kann man etwas schneller rauskriegen. Mag sein, dass ich mich irre, mag sein, dass ich Scheiß erzähle, aber der kann ja gar nicht wissen, wovon er redet. Er kann es nicht wissen, weil er nie etwas zu diesem Thema gelernt oder gehört hat.